Blutspendenaktion im neuen Gemeindesaal Mauren. Wir sind das Team vom Österreichischen Roten Kreuz, Blutspendedienst Vorarlberg. Unser Team besteht aus 14 Mitarbeitern. Wir haben Mitarbeiter, die derzeit während Corona den Einlass kontrollieren, dass also nicht zu viele Spender hereinkommen. Sie kontrollieren in diesem Bereich die Körpertemperatur schon. Sie schauen auf die FFP2 Mund-Nasenschutz. Danach muss der Blutspender bei uns den Fragebogen ausfüllen. Dann kommt es zur Station, wo wir Hämoglobin messen und die Körpertemperatur nochmals, kurz also vor der Spende. Dann wird noch Blutdruck, Puls gemessen und dann kommt der Blutspender zum Arzt. Der Arzt kontrolliert die Blutspendetauglichkeit, ob jemand zum Blutspenden freigegeben werden darf. Also das geht immer einmal um die Sicherheit vom Blutspender selbst und einmal geht es natürlich auch immer um die Sicherheit vom Empfänger. Danach wird der Blutspender noch aufgenommen in unser System und dann geht es zur Blutspende. Die Blutspende selbst dauert ungefähr so 5 bis 10 Minuten. Es werden 460 Milliliter Blut abgenommen und nach der Spende werden sie da in Mauren noch von den Samariter betreut, die Blutspender. Heute ist viel los. Es ist natürlich, es schaut auch immer noch nach noch mehr aus, derzeit wegen Corona, weil wir die Abstände einhalten müssen. Und heute ist wirklich sehr viel los. Also wir haben das Gefühl, also wir merken das so, dass während der Corona-Zeit die Spenderbereitschaft noch höher ist als wie sonst sogar. Professor Dr. Christoph Gassner vom Institut für Translationale Medizin war auch vor Ort. Wir machen da ein Forschungsprojekt. Das ist ein Ast von einem größeren Forschungsprojekt, das gleichzeitig in Bern, in Wien und in Kiel stattfindet. Und Liechtenstein ist auch dabei. Und was wir möchten, ist eine Momentaufnahme von den Blutgruppen von den Blutspendern von Liechtenstein. Blutgruppen sind wesentlich vielgestaltiger, als man eigentlich annehmen würde. Üblicherweise wird bei einer Blutspende 4 bis 5, 6, 7 Eigenschaften untersucht. Tatsächlich aber gibt es bis zu 400 Eigenschaften, die Blutgruppen definieren. Und wir möchten wissen, was kommt im Liechtenstein vor. Und das, was vorkommt, möchten wir ganz genau analysieren. Und wir verwenden dafür Erbsubstanz, Chromosomen oder DNA, die wir also in genetischen Testverfahren dann einsetzen. Wir müssen natürlich, wenn wir das liechtensteinische Blut beschreiben möchten sozusagen, dann müssen wir auch Blut von Liechtensteiner Blutspendern untersuchen. Und ich weiß, dass 4, 6 Mal pro Jahr eine Blutspendeaktion stattfindet, bei denen Liechtensteiner Blut spenden. Und ich habe mich da kurz geschlossen mit dem Liechtensteinischen Roten Kreuz und mit dem Vorarlberger Roten Kreuz. Und dann haben sie mir das erklärt, wann und wie. Und deswegen bin ich heute da und erkläre den Leuten, was ich gern von ihnen hätte. Nämlich ein Probenröhrchen, das im Zuge der normalen Blutspende abgenommen wird. Wir haben vorbereitet ein Informationsblatt. Das geht vor allem um Datenschutz. Es ist von der Datenschutzstelle im Fürstentum Liechtenstein begutachtet, mitentwickelt dieses Datenschutzblatt. Dann geht es darum, dass wir die Einwilligung kriegen vom Spender. Wir können nicht einfach Probe untersuchen ohne die Einwilligung. Das muss auch schriftlich mit Unterschrift bestätigt werden. Das stelle ich kurz vor, jedem einzelnen Blutspender, und bitte darum, dass Sie das machen. So läuft es ab.